Aber zum nächsten Projekt gleich eine schlechte Nachricht vorweg. Der Afterburner hat leider das Menü nicht aufgenommen. Das nächste Projekt ist Thief, wie ja schon im Videotitel zu erkennen und in der Beschreibung. Ein Projekt, das ich mir auch vorgenommen habe, das jetzt neben Watch Dogs auch noch läuft. Und ja, dadurch, dass das Menü nicht aufgenommen wurde, springen wir jetzt mal freudig gleich in den Ladebildschirm. Und so viel ist im Menü jetzt ehrlich gesagt auch nicht passiert. Also ich spiele das Ganze als auf Schwierigkeitsstufe Deep. Also nicht Deep wie Tief, D-E-E-P, sondern Deep wie Deutsch Deep, der Cloud. Und als der spielen wir. Alles andere ist über meiner Würde. Viel Spaß. Ladebildschirm, ohne Musik, schade, ein bisschen ruhig. Deswegen muss ich hier gerade ein bisschen quatschen. Viel Interessantes zu sagen habe ich nicht und da ist der Balken auch schon fast am Ende und da geht's los. 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 Eine Sache hat mich diese Stadt gelehrt. Alles hat seinen Preis. Geheimnisse, ein Ruf, ein Leben. Und Vertrauen? Wenn du um etwas bitten musst, kannst du es dir nicht leisten. Andererseits spielt das für jemanden wie mich wohl keine Rolle. Sagen wir mal so, wann habe ich je für etwas bezahlt? So, Prolog, der Fall. Das ist hier sozusagen das Tutorial. Wir sind wie gesagt ein Dieb. Das Abend des Mitsommertagfests. Schön. Da pennt gleich ein Kollege, den machen wir mal die Kerze aus, damit er noch besser schlafen kann. Ja, hier ist es wirklich zu hell. Machen wir es uns etwas gemütlicher. Ja, genau, damit wir den Typen hier... Nein, wir sind ein Dieb und kein Dieb. So, jetzt klauen wir dem hier schon mal alles, wenn er hier schon so besoffen rumliegt. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Geld, 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 Geld. So, was haben wir denn noch? Gehen wir mal an den Schrank. Geld, 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 Geld. Tür zu. Schubladen gibt es hier auch noch, die wir durchsuchen können. Und an den Einblendungen der Tasten sieht man schon, ich spiele mit Maus und Tastatur. Und eigentlich sieht man das auch so, wie ich mich hier umgucke. So schnell kann man sich mit Gamepad, glaube ich, nicht umgucken. Man kann es auch mit Gamepad spielen, aber... Das ist mir bei dem Spiel dann doch ein bisschen zu fummelig. Eine Schere für 5 Gold. Warum haben wir das da stehen lassen? Blinkt es da fröhlich vor sich hin, dass es mitgenommen werden möchte. So hatte ich jetzt schon reingeguckt. Ja, hatte ich. Tür zu. Tschüss, Kollege. Ah, das nehme ich noch mit. Muss einen dicken Rucksack haben, der Garrett. Drücke leer, um über niedrige Hindernisse zu klettern. Schön. Die Stadt hier ist sehr gut belebt. Ein bisschen verwinkelt. Sehr zugebaut. Große offene Flächen gibt es hier nicht. Oh, guck mal, wir haben Beine. Das war mir jetzt auch nicht so bewusst. Schön. So, mal Fenster aufhebeln. Und wie man hier sieht, das Spiel beansprucht die E-Taste ganz erheblich. Wenn ich nicht so eine gute Tastatur hätte, wäre die bald kaputt. Alldale-Brücke, Dachboden. Ja, ich habe das Spiel schon insgesamt 10 Stunden gespielt, also das ist hier jetzt nicht alles neu für mich. Hier sind die schönen Vögel und weil es so schön ist und so atmosphärisch, man sieht ja die Einblendung. Werde ich auch versuchen, das in dem Tutorial hier dezent zu umlaufen. Da mag wohl jemand Vögel. Ich halte mich lieber an das Gemälde. Das sollte ich mir ansehen. Um die Vögel nicht aufzuschrecken. Wollen wir ja nicht. Wir sind ja Tierfreund. So. Hier suchen wir uns jetzt den Schalter. Ich weiß natürlich, wo er ist. Da ist er. Wir das erste Schloss. Dann muss man hier mit der Maus die Position finden. Da ist er noch nicht hell genug. Noch nicht hell genug. Weiter komme ich nicht ran und dann E drücken und dann wird der Stift gesetzt. Und da und na, da.
So, Tür auf. Schicke Kette. Was zum? Tja, wer läuft denn da? Macht hier die ganzen... Tja, im Volksmund heißen die Dächer Straße der Diebe. Hoffentlich ist das nicht der, von dem ich denke, dass er es ist. Schreckt mir hier die ganzen Vögel auf. Was soll denn das? Tür zu. So, und da haben wir schon gesehen, ein Journaleintrag. Und zwar, Sammlerstücke. Unikate. Eine Sammlung von Unikaten, die für Garrett wertvoller sind als ihr Gewicht in Gold. Aha. Das funkelnde Federkleid. Ich werde jetzt nur am Anfang ein bisschen was vorlesen. Ansonsten werde ich das hier relativ konsequent ignorieren. Bloß jetzt mal zum Einstieg. Das funkelnde Federkleid. Ein vergessenes Andenken an Lady Christinas feierwütige Jugend vor dem Unfall, seitdem sie wie besessen für verletzte Vögel sorgt. Ach, deswegen, okay. Journal schließen und dann rennen wir mal dieser mysteriösen Person hinterher. Also klettern ihr hinterher. Ja, das Spiel ist ein bisschen älter. Das Wasser hier sieht mehr aus wie das, was beim Niesen so aus der Nase kommt. Dann noch so viel davon. So, da haben wir ein paar Seilpfeile bekommen, mit denen wir dann... Ja, wo ist der Hinweistipp? Achso, der ist ja schon da. Haha, drücke 8, um einen Seilpfeil auszurüsten. 8 gedrückt und dann... Mit Z kann man beobachten, das heißt, da sollen wir den Pfeil hinschießen. Dann machen wir das doch mal. Und Schuss. Und dann können wir an dieses Seil ranhopsen. Hui. Huch. Mit im Lauf. Ja, so. So geht das besser. Hinunterrutschen kann man auch. Möchte ich jetzt gerade nicht, aus Gründen. Und... Cutscene kommt und wir springen runter. Aaron. Natürlich. Geht's beim nächsten Mal noch etwas lauter? Wie hättest du sonst gewusst, dass ich es bin? Besso hat dir gesagt, dass wir zusammenarbeiten, oder? Tja, ich bin gekommen, also was denkst du? Ich denke, du hast dich nicht verändert. Komm schon, das wird wie früher. Neue Zielfolge, Aaron. Naja, so, rennen und springen und rennen. Und ich muss mal gleich gucken, ob ich hier die Stimmen irgendwie ein bisschen lauter schalten kann, weil die ist mir dann doch ein bisschen zu leise gewesen. Ja, ich krieg dich, ich krieg dich, ich krieg dich, ich krieg dich. Hui, rutsche und... Schön, dass du es geschafft hast. Hast du die Route genommen, weil sie schnell war oder weil sie Spaß gemacht hat? Geht nicht auch beides? Komm schon, erledigen wir Bessos Auftrag. So, der Lichtkegel. Interessantes Ding, wir haben hier... Achso, ich glaube, man sieht die Maus jetzt gar nicht. Ich weiß es nicht. Unten links haben wir den Lichtkristall. Der Lichtkristall in der linken unteren Bildschirmecke zeigt an, da steht es ja nochmal, ob du zu sehen oder in den Schatten verborgen bist. Stehst du im Schatten, bist du schlechter zu sehen. Hast du einen Schatten? Hast du ein Problem? So, finde Bessos Instruktion am üblichen Ort. Hast du nicht vor, in den Schatten zu bleiben, Lady Lampenschein? Hab mich nur umgesehen. Ich weiß, du gehst gerne raus. Oh, liegt da schon was? Nee, das ist bloß ein heller Stein. So, an Ecken können wir uns anlehnen und dann rüberspähen. Guck mal, da gehen sie weg. Was blinkt denn da? Eben beim Test übersehen, da blinkt ja auch noch was. Ich nehme mich alle mit. Ich will Geld. Ich bin ein Dieb. Ich lebe dafür. Kann man klopfen? Nein, kann man nicht. So. Du solltest dir auch so ein Ding besorgen. Wir sehen uns dann drüben. Da komme ich dann wohl nicht weiter. Tja, dann schleichen wir uns mal hier durch die Gegend. Warum trinkt ihr nicht erst noch einen Schluck? Wir können den Karren nicht einfach stehen lassen. Heute ist ein Feiertag. Alle Diebe der Stadt liegen besoffen unter irgendeinem Tisch. Genau wie die Wachen. Ich will nicht wieder mit einem betrunkenen Wachmann diskutieren.
schleichen wir uns mal darüber. Ah, hier liegt auch noch Zeug rum. Ja, an das meiste werde ich mich hier erinnern können. Ich kenne mich jetzt hier bloß so gut aus, weil ich, wie gesagt, das Spiel getestet habe und da ich festgestellt habe, dass der Afterburner die Mikrospur nicht aufnimmt. Und deswegen muss ich jetzt parallel in Outer City das Mikro aufnehmen. Guck mal, hier liegt auch noch was. Und eine Leiter klettert nach oben. Och, na so. Garrett, komm schon. So hoch war die Leiter jetzt auch nicht, dass er so stöhnen muss. Ja, ich komme. Gefällt dir die Kralle? Schicke Kralle. Hab ich selbst gebaut. Das wird die Wachen sicher beeindrucken. Die haben uns garantiert gehört. Die müssen mich erstmal kriegen. Halt einfach die Augen offen. Wir sind nicht hier, um uns umzusehen, Garrett. Alles, was zählt, ist die Beute. Genau, die Beute. Dass wir uns ducken können, haben wir ja schon gesehen. Und das macht man mit C. Wie auf den Zehen gehen. Ja, ja, ich weiß. Die Sprüche waren alle schon mal... Nee, waren sie nicht. Sie waren noch nie besser. Runterspringen? Achso, dann darf ich nicht C drücken, sondern muss X drücken. Du klaust aber schon noch, oder? Nö. Ich hab schon gestohlen, als du noch in den Windeln lagst. Das ist der Garrett, den ich kenne. Wie wär's mit einem Wettkampf? Wer am meisten einsackt, gewinnt. Den werden wir verlieren, den Wettkampf. So, drücke R, um Gegenstände mit dem Schlagstock zu zerstören. Dann kommt diese Leiter hinunter und die klettern wir hoch. Leiter runter, Garrett hoch. So, ducken, entducken. Oho. Sieh mal, was ich gefunden habe. Wir beide abends in der Stadt. Warum haben wir damit aufgehört? Weißt du das wirklich nicht? Rauszoomen. Und dann hopsen wir mal in dieses Fenster da rein. Geronimo! Wie Ibelkniegel. Ach, guck mal, hier ist auch noch ein Schrank. Aber... Tür zu. Haben wir da was? Ja. Warum sind die Schere nur 3 Gold wert? Die andere war mehr wert. Da tropft das aus dem Rohr. Halte E, um durch Schlüssellöcher zu spähen, wie E. Also E wie... Ich guck mal durch. An Orten, an denen ich nicht willkommen bin, versuche ich nicht aufzufallen. Und davon gibt es eine Menge. So, und mit der rechten Maus, dazu kommen wir da raus. Und dann knacken wir mal das Schloss. Das Prinzip ist dasselbe wie beim Bild. Da. Ja. Ja. Und... Hallo, da. Und da sehen wir dann die Tür zu. Das geht auch schneller. So, und hier klauen wir auch mal alles. Hier. Und da unten ist nichts drin. So, die Seife würde ich gerne mitnehmen. Ich würde mir gerne die Füße schrubben. Neues Bett bräuchte ich auch, aber das passt dann nicht mehr in den Rucksack. So, guck mal da rein. Nö. Guck mal da rein. Nö. Da. Ein Tintenfass. Das Tintenfass ist genauso viel wert wie die Schere. Licht aus. Ein Tagebuch. Schwer in dieser Gegend ein Geheimnis zu wahren. Ein Tagebuch des Voyeurs. Dokumente. Prolog. Wir haben 1 von 1 Dokumenten gefunden. Und zwar das Tagebuch des Voyeurs, Madame Flowers. Beziehung zu Wachmann wird fortgesetzt. Ehemann immer noch absent. Anonymen Brief abschicken. Mr. Fragezeichen, Wohnung auf der anderen Straßenseite angemietet. Im unteren Stockwerk muss sich ein verborgener Wandtresor befinden, links von der Treppe. Ständig gehen wertvolle Gegenstände durch seine Hände, aber ich sehe nie genau, wo er sie versteckt. Wusste doch, dass er nichts Gutes vorhat. Paxman, nichts seit mehreren Tagen, verstorben. Habe nie Verwandte gesehen. Geld für Erben.
Aha, das erklärt... Ja, ich verrate es mal nicht vorher. So, das nehmen wir mit. Haben wir hier noch irgendwas? Nein, nein, nein. Dann haben wir alles durchsucht. Dann gehen wir mal weiter. Wenn du schon wie ein Wachmann auf die Straße pinkelst, geh wenigstens aus dem Licht. Hier kann dich jeder sehen. Das Bier muss irgendwo hin, Schatz. Ich hab's nur aufgewärmt. Abgesehen davon, siehst nur du zu. Kaum zu glauben, was für ein guter Fang du mal warst. Komm schon, kosten wir mal diese Entenflügel. Da hätte ich jetzt auch Bock drauf. Nicht auch so ein schnödes Bonbon. So, das nächste Fenster, dass die E-Taste beanspruchen wird. Vielleicht sollte ich mir dafür einfach ein Makro programmieren. Soll ja ein Wandtresor sein. Vielleicht an diesem Bild. Ah, guck mal, an diesem Bild ist ein Knopf. Aha, Wand auf. Hui, schick, 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 schick. Alles, ich will alles haben. Ich will alles haben. Kann ich das wieder zumachen? Wand zu. So. Oh, haben wir da noch was drin? Ne. So, ich bin mal übervorsichtig. Man kennt das ja von mir. Den Schrank würde ich aber trotzdem gerne noch ausplündern. Ach komm, hab dich mal nicht so... Tür zu. Ruhig. Süßer Vogel. Wenn du lieb bist, kriegst du auch einen Keks. Okay. Scheiß auf den Vogel. Und bis hierhin habe ich getestet und danach halb blind. Wie viel hast du gestohlen? Es geht nicht um wie viel, sondern um was. Und auch um das Wie. Dieses Urkraftsteinding, das Besso will, ist anscheinend im Zeremonienraum von Northcrest Manor. Heimstatt des Barons. Das wird schwierig. Besorgt? Ja, solltest du auch sein. Keine Sorge. Ich spring für dich ein. Das Ding wird mit jeder Sekunde komplizierter. So, Napier ist jetzt wieder so halb blind. Erstmal wieder ein Ladebildschirm. Es ist klug, Leichen zu halte den Bogen nicht zu lang. Das Spiel will mich veräppeln. Ziemlich viele Wachen. Und die sind bestimmt nicht zum Sommerfesttanz hier. Viele Wachen heißt viele Waffen. Diebe und Schwerter, das ist schlecht. Ich hatte nie Probleme mit Schwertern. Ich bin aber auch nicht bloß ein Dieb. Und damit wären wir an der ersten Stelle angelangt, an der ich mich schön blamieren kann. Die Gäste sollen nicht sehen, wie das Ding den Geist aufgibt. Außerdem sehen wir ohne Licht nichts. Die Teile gehen ständig an und aus. Kannst du es reparieren? Sehe ich aus wie ein Mechaniker? Keiner von uns kennt sich mit allen Experimenten seiner Lordschaft aus. Eine strahlende Zukunft, in der das Licht nicht funktioniert. Ja, das ging ja auch noch darüber sprinten. So, wir sollen uns jetzt hier über den Hof schleichen. Und zwar, so war das. Da war schon das typische Geräusch, das ankündigt, dass uns jemand sieht. Haben wir denn da noch was liegen? Nein. Dann schleichen wir uns mal an dem Kollegen hier vorbei und... greifen ihm kurz den Schritt. Nein. Nein, halt dich zurück, halt dich zurück. So, psch, 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 leise, leise, leise. Schleiche dich langsam von hinten an den Wachmann an. Ducke dich, um nicht entdeckt zu werden. Dann. Geduckt bin ich ja schon und. Naja, an den kann ich mich gerade nicht ranschleichen.
die meinen natürlich das da vorne. Schicke Statuen. Okay. Also, dann schleiche ich mich mal an den ran. Und wann kriege ich da einen Hinweis? So. Halt in der Nähe. Ah, argloser Personen eh, um sie zu bestehlen. Dann klauen wir ihn nochmal. Bronson, komm mal her. Ha? Und dann geht er. Kannst du mal dem Neuen helfen? Ja. Er versucht seit 10 Minuten eine Feuerschale anzuzünden. Sehe ich aus wie sein Vater? Mach schon, Rüber. Bevor er sich selbst anzündet. Drücke Steuerung, um mich langsamer zu bewegen. Ja. Gesundheit. Nein, zurück. Es geht aber sehr langsam hier vorwärts. Ich will aber das Zeug dann noch mitnehmen. Was, wer denn? Hör auf. Das wäre ja fast schief gegangen. Gehe zu dem Behälter und nehme die Wasserpfeile an dich. Dann machen wir das doch mal. Da es hier ein wenig heller ist, schlüpfe ich mal darüber. Ja. Damit kriegen wir Wasserpfeile. Drücke 6, um den Wasserpfeil auszurüsten. Schieße mit Wasserpfeilen auf offene Flammen, um diese zu löschen. Na. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das Ding hier in Bogen fliegt. Ich denke mal jetzt noch nicht. Also, Licht aus. Verdammter Luftzug. Wieso müssen Feuer immer runterbrennen? Tja. Und dann? Diese Affen-Backpack-Geräusche sind immer so laut. So, dann schleichen wir uns hier wieder durchs Wasser. Ganz langsam. Aber leise. Ja, schön noch die Füße immer aus dem Wasser rausheben. Das hilft bestimmt. So. Und das nehmen wir mit. Und da oben sollen wir hin. Das verdammte Feuer geht ständig wieder aus. Du würdest nicht meine Fackel zum Brennen kriegen, Junge. Ich zeig dir, wie man das macht. Wenn das Feuer keine Luft kriegt, brennt es nicht richtig. Das weiß ich auch. Ich stamme aus einer Köhlerfamilie. Ach ja? Ziemlich seltenes Handwerk, seit es die Fabriken gibt. Schon. Was? Ich muss ihn ausschalten. Schnell, lautlos und lebendig. So. Ja. Den konnte ich doch hier irgendwie mitnehmen. Ja. Da brechen die Frames ein. Das ist... schade. Ich spiele auf der höchsten Qualitätsstufe. Was sollte das eben? Warum hast du ihn getötet? Er war kaum älter als du. Er war ein Wachmann, Garrett. Falsche Zeit, falscher Ort. Du hast dich nicht verändert, was? Und du hast noch niemanden getötet. Ich töte nie ohne guten Grund. Und ich lasse mich nicht dafür bezahlen. Also darfst du töten, ich aber nicht. Alles klar, ich hab's verstanden. Dieser Junge wird nicht mehr aufwachen, um uns später Ärger zu machen. Bevor irgendjemand aufwacht, bin ich normalerweise längst über alle Berge. Da gab es mal eine Ansprache vom guten Garrett. Der steht nicht so auf Totmachen. Kann ich euch eigentlich noch durchsuchen oder kann ich euch nur... Nee, ich kann euch nicht durchsuchen. Oh, jetzt ist sie beleidigt. Oh, komm, sei wieder lieb. Sei doch wieder lieb, hör auf zu schmollen. Ich knack auch das Schloss für dich. Ja? Soll ich? Ich. Ja. Wenn du unbedingt weg willst, sollte ich vielleicht vorausgehen. Ja, dann knack du noch das Schloss. Da? Kann ich da eigentlich auch durchgucken? Ja. Der Sack da macht mir Sorgen. Nicht, dass sich da einer drin versteckt. Ja, ich weiß. Scheißwitz.
Du hältst mich auf. Diese verdammte Kralle hält dich auf. Triff Aaron auf dem Dach, bleib außer Sicht. Hab ich jetzt gar keine? Okay, wo muss ich schon lang? Ach, da hinten muss ich hin. Dann lenke ich dich doch mal. Nee, das wollte ich nicht. Wie rüste ich denn jetzt die Flasche aus? Weil ich wollte nicht. Nee, ich will nicht schießen. Ich will nicht schießen. Warum? Was? Da fehlte wohl ein kleiner Hinweistext. Moment. Optionen. Tastaturbelegung, da ist sie doch. Schleichen, klettern, ducken, interagieren, Fokus, Bogen benutzen, werfen, Nahkampfangriff, schlagen, K.O., runterspringen. Wurfobjekt ist die Null, alles klar. Boah, easy. So, dann mal gucken. Ui. Was ist hier los? Ja, was ist da Wer los? Wer macht hier Geräusche? Keiner. Schleicht hier jemand herum? Nein. Ich glaube, ich bin hier an der falschen Stelle. Oder? Ich schätze, da war wohl doch nichts. Hä? Ja. Halt! Ja, war zu lang gezögert. Das gewesen sein. Ja, geh gucken. Wer immer da ist, er soll hervortreten. Machen wir es doch so. Und nimm dich mal mit. Und verstecken dich hier im Dunkeln. Platsch. Ach, jetzt hatte ich den auch gleich genommen. Geld, 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 Geld. Ist jetzt hier noch irgendwo eine Wache? Ich hoffe nicht. Haben wir denn hier noch was Schönes zum Mitnehmen? Nö, da blinkt nichts. Dann gehen wir doch mal hier rüber. Da ist was. Geld, 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 Geld. So. Oh, da läuft einer. Wo läuft der? Wo läuft der? Wo läuft der? So. Rauf. Rauf. Oh, heilige Alarmglocke. Wenn du so weitermachst, läufst du dir noch die verdammten Stiefel durch. Es geht um ein Mädchen. Sie will mich ihrem Vater vorstellen. Aber er weiß nicht, dass ich bei der Wache bin. Und? Die Stadtwache steht für Ehre und Respekt. Ich weiß, Sir. Aber er glaubt dieses verdammte Gerücht, dass wir korrupt sind. Ach, tut er das? Dann solltest du ihm mal in seinen fetten Arsch treten, Junge, oder? Ja, ein paar Dialoge gibt's auch in diesem Spiel. Auch nicht ganz uninteressant. So, jetzt bin ich mal gespannt. Kann ich da hochklettern? Und, ach, da liegt noch viel schönes Zeug. Da liegt noch viel schönes Zeug. Könnte ich mir das? Da könnte ich hochklettern. Ich versuche mir das mal zu gönnen. So, nochmal leise zurück. Und übrigens,
Finde ich den Schatten hier lustig. So, runterspringen. Und kommt gerade zurück. Na, du geh weiter. Jo. Weil ich möchte mal deinen Kollegen hier. Na, nimm ihn doch mal mit. Oh, wie lange braucht er denn hierfür, bitte? So. Der wundert sich natürlich nicht, dass sein Kollege plötzlich nicht mehr da ist. So. Nehmen. In den Dingern hier kann man sich übrigens verstecken, falls einen gerade ein Gegner sieht. Jetzt rennt er direkt da nach hinten. Moment mal, der Wasserfall war auf 6, alles klar. Machen wir doch mal das Feuer aus. Hä? Was ist da drüben los? Machen wir doch mal das Feuer aus. Zeig dich! Nö. Wer immer du bist. Nö. Hörst du mich? Ich zeig mich nicht. Ich zeig mich nicht. Entweder habe ich etwas gehört oder ich werde verrückt. Du wirst verrückt. Du wirst total verrückt. So, und du drehst dich jetzt auch nicht so schnell um. Ich möchte dich nämlich ausrauben. Hey. Naja. Eigentlich wollte ich ihn umhauen, aber das funktionierte gerade nicht. Also nochmal den Spaß. Na, auch wieder so ein pixelgenaues Treffen hier, super. Ja komm, ich warte ihn jetzt nicht ab. Sonst muss ich es gleich nochmal machen. Hey, ich jetzt schon Dinge. Menno. Läuft ja wieder super. Ich muss mich erst einspielen. Ja, ich muss mich erst einspielen. So. Ach, ich hasse diese pixelgenaue Trefferei hier. Das ist doch blöd. So, dann hole ich mir jetzt erstmal das Zeug von hier. Bis ihr da hinten wieder rumgegangen ist. Das wird wieder dauern. Ach, wenn wir das jetzt hier schon zum dritten Mal machen, probiere ich das hier mal schnell, ob das vielleicht auch so geht. Was zum... Könnte Ärger bedeuten. Sieh mal nach. Ah, jetzt zündet es wieder an. Okay. Wer ist da? Keiner. Hallo? Gut zu wissen, dass die das Feuer auch wieder anzünden können. Das ist die Höhe nicht wert. Pech. Ein bisschen Abwechslung hätte nicht geschadet. Wie, jetzt rennst du auch noch Patrouille oder was? Sehe ich das richtig? Das war unklug. Nein, da kommt er zurück. Und... stellt sich wieder schön hier hin und dann genau so. So, hallo. Gut, man muss das auch nicht... man muss sie nicht erst beklauen und dann K.O. hauen. Man kann sie auch K.O. hauen und ihnen dann die Klamotten klauen. So. Machen wir das doch mit dem Wasserfall gleich nochmal. Aber nicht, wenn ihr gerade in unsere Richtung guckt.
Gläser. Und zwar... Licht aus. Na, guck mal, jetzt interessiert es ihn gar nicht. Jetzt kommt er zurück. Da kommt er zurück. Da kommt er zurück. Und jetzt interessiert ihn das erloschene Feuer überhaupt nicht. Ist ja auch witzig. So, warum bleibt er jetzt da stehen? Jetzt dreht er sich da um und... Und da schnappen wir ihn uns jetzt. Je nachdem... Nein, das mache ich dann doch nicht. Da kommt er zurück. Ach, jetzt steht er da. Und... Ich hatte schon Angst. So, und einfach aus Prinzip alle immer schön im Schatten verstecken. So. Aus. Die Maus. Auf die Kiste. Oh, ein bisschen hat sich ja gelohnt. 20, 5, Tür zu, also Klappe zu. So, und... Das da möchte ich auch noch mitnehmen. Cool. Kann ich jetzt hier direkt hochklettern? Ja. Wenn ich die richtige Taste drücke. Stöhn doch nicht so. So. Und jetzt haben wir ein Seil zum Ranspringen. Und Aufi, habe ich da was vergessen? Nö, sieht nicht so aus. Ah, Gott sei Dank. So. Hast du Angst, dass ich dir zuvorkomme? Ginge mir ähnlich, schätze ich. Ich habe Angst, dass du uns beide umbringst. Ich kann auf mich aufpassen, okay? Ich kann mich damit schneller bewegen, schneller klettern. Schneller töten und schneller Fehler machen, schon klar. Du hast es nicht im Griff. Deshalb bin ich besser. Finde dich damit ab. Klein. Machen wir einfach unsere Arbeit. Ein kleines, aufmüpfiges Ding. Ich soll dir jetzt die Kralle stehlen. Ich mache an dieser Folge aber ein Stellenende, genau. An dieser Stelle aber ein Folgenende. Es sind ja schon fast 40 Minuten. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Danke fürs Zugucken. Danke fürs Lachen. Tschüss.